jetzt um den Einmarsch von zwei Männern von drin. Prinzenpaar auf der Titelseite. Oh, mein Gott, das ist jetzt zu fassen. Hier ist doch glatt ein Autofahrer von einem Dachdecker angefahren worden. Der ist mir dann jetzt schon auf dem Dach nicht mehr sicher. Gibt es damit? Du kommst auch schon. Wurde ja langsam Zeit, mein Freund. Ja, entschuldige mal bitte, aber ich habe also lange auf ein Taxi warten müssen. Du bist mit dem Taxi gekommen, das hab ich mir gleich gedacht. Wieso hast du da dann gleich gedacht? Du siehst so mitgenommen aus. Naja, also, besonders fit siehst du ja auch nicht gerade aus. Ja, ist doch dann ein Wunder, Mini. Noch keine getroffen gefrühstückt heute Morgen. Dann bist du selber schuld, Daniel. Setz dich an, setz schon. Wie geht es dir so, mein Junge? Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, mir geht es im Moment gar nicht gut. Um Gottes Willen, was hast du da? Ich war vorher auch noch beim Arzt. Um Gottes Willen, was soll denn? Ja, ich glaube, ich leide unter Unflüssigkeit. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Was hat der Doktor gemeint? Ja, als ich gefragt habe, ob das eine ziemlich seltene Krankheit ist, die ich hätte, hätte mich Gott sei Dank beruhigt. Hätte gesagt, ich soll mir keine Gedanken machen, die Krankheit wäre nicht selten, unser Friedhof, die wären voll davon. Hältst du dann so einen Doktor überhaupt für kompetent genug? Nee, hey, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, bin ich. Ich traue dem nicht über den Weg. Denn für Patienten, die sind alle krank, ausnahmslos. Hättet ihr dann mal verschrieben? Ja, ja, verschrieben hätte man auch was, aber das Zeug nehme ich nicht. Da sind immer viel zu viele Nebenwirkungen. Und die waren so gravierend? Ja, ja, im schlimmsten Fall wäre ich davon wieder arbeitsfähig geworden. Aber ich sag dir, die Ärzte sind heute zutage richtig rücksichtslos. Rentner zum Beispiel sollen jetzt nicht mehr an der Prostata operiert werden. Ach, ehrlich? Ja. Ja, warum nicht? Die hätten angeblich genügend Zeit zum Pinkeln. Aber Windy, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe mir fest vorgenommen, ab sofort etwas für meine Gesundheit zu tun. Oh, löblich, was machst du dann? Ich jogge. Da gibt gar nichts zu lachen, ich jogge jeden Morgen 3 Kilometer. Und was machst du nachmittags? Ja, da mache ich mich schon ganz langsam wieder auf der Heimweg. Also, ich habe ja noch ein anderes Hobby, ich züchte jetzt Kaninchen. Was machst du? Ich züchte das Kaninchen? Ja. Da hast du doch gar keine Ahnung von. Ich nehme auch die Kaninchen. Außerdem gehe ich angeln. Ich gehe jetzt angeln, aber dann ist Stress pur. Moment, Angel ist Stress pur? Ja. Ja. Da unten sitzt ja eine vom Angelsportverein. Ich dachte immer, Angeln, das wäre so beruhigend. Stress pur? Das verstehe ich nicht. Vom Grundsatz her hast du ja recht, aber wenn du keinen Angelschein lässt. Aber hätte er dann eigentlich in letzter Zeit mal eine Arbeit angeboten? Ja, hey, so ein ganz reizendes altes Mütterchen. Aber im Allgemeinen sind die Leute recht freundlich zu mir. Ja, was hat die Oma gemerkt? Junger Mann, ich kann gar nicht verstehen, dass Sie bei Ihrem Aussehen keinen Job finden.
Ja, weil das du da drauf gesorgt hast. Also gnädige Frau, ich bin halt ein Glückspilz. Aber das sind so, da habe ich grundsätzlich nichts arbeiten will. Ich habe mich jetzt bei der Firma Schäle bei der Müllabfuhr beworben. Wunderbar. Ich habe natürlich als erstes gefragt nach dem Gehalt. Ja, und was wollten Sie zahlen? 1000 Euro im Monat und später mehr. Ja, und was hast du gemacht? Ich sage vielen Dank, dann komme ich später wieder. Weißt du, der Landkreis in der Mitte ist ja voriges Jahr 200 Jahre alt geworden. Ja, ja. Da hat der Vorsitzende des Personalrats in der Kreisverwaltung den Landrat gefragt, ob aus diesem Anlass nicht eine Gehaltserhöhung seinen Mitarbeitern geben können. Ja, aber der Landrat Kaul dazu gemeldet. Oh, du kennst doch den Reinhard Kaul, den Landrat. Der ist natürlich erst geziert, aber so eines Tages hat er gesagt, meinetwegen, das können wir machen, aber natürlich nur für die, die von Anfang an dabei waren. Naja, das ist typisch. Aber habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mich mal bei der Kreisverwaltung beworben habe? Nee. Dort soll ich eine Aufnahmeprüfung machen. Ja. Soll ich innerhalb von 30 Minuten 10 Rechenaufgaben lösen? Oh, wie viel hast du dann falsch? Eine. Eine? Boah, das ist ja hervorragend. Ja, zu den anderen 9 wollte ich zeitlich nämlich gekommen. Das mit der Mathematik, das ist so eine Sache, die kann sogar richtig gefährlich sein. Mathematik richtig gefährlich? Ja, ein Bekannter von mir, der ist 70 Jahre alt, der hat neulich einen 19-Jährigen geheiratet und ist anschließend an der Mathematik gestorben. Ja, aber verstehe ich nicht. Wieso das dann? Ist doch ganz einfach. Der wollte unbedingt ausprobieren, wie oft 70 in 19 passt. Thema schon anfängt. Ui, ja, entweder an oder keiner. Drei Tage haben wir zusammen gehofft, ob wir den bringen. Nein, den bleibt drin. Gut. Also pass auf. Was stellst du dir dann, wo man das Thema Frau gerade schon drauf hat, was stellst du dir dann unter einer idealen Frau vor? Ganz ehrlich? Ja. Wenn mich so fragst? Ja. Himmelbett. Da müssen wir auch drüber nachdenken. Ja. Ja. Aber die nächste Frage solltest du deshalb gar nicht stellen. Doch, die stelle ich. Die stelle ich. Dann wissen die meisten Männer, hey, zahlen wir das alle wissen. Was sind zwei nackte Frauen auf einer Kiste Bier? Keine Ahnung. Ist doch logisch im Weg. Also die Passage, sage ich, da reden wir noch drüber, mein Freund. Und übrigens, Frauen, da können wir zwei doch nur noch von träumen. Da hören wir nur auf von träumen. Ich habe vielleicht die vergangene Nacht einen Albtraum gehabt. Ich habe geträumt, das Amtsgericht in Neuwied hätte mich zu 6 Monate Knast verurteilt. Das ist doch klasse, hör mal. Jetzt im Winter, da ist es doch schön warm und gemütlich. Ja, da war doch noch nicht alles. Jede Woche noch ein Wannebad. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich tatsächlich im Gefängnis war? Nee. Ja? Warum das dann? Wegen eines Geburtsfehlers. Wegen einem Geburtsfehler? Ja. Erklär. So einfach zu verstehen. Finger zu lang, Bein zu kurz. Aber du bist Lache. Jetzt bin ich abends noch so 10:30 oben auf die obere Mittelstraße mal ein bisschen gebummelt. Stell dir mal vor, da beobachte ich doch, wie so einer einen Ziegelstein bei dem Juwelier oben ins Schaufenster schmeißt, ach, der ganze Schmuck aus dem Schaufenster klaut und weg war. Aber nach 20 Minuten hat die Polizei dann schon geschnappt. Nach 20 Minuten schon? Ja. Ja, warum ging das dann so schnell? Ja, da kann ich das auch. Da war entweder ein Schotte oder ein Schwab. Der Blödmann kommt nämlich zurück und wollte seine Ziegelsteine holen. Aber, hör mal, ganz was anderes. Stellt er dann eigentlich, was ich jetzt von dir gehört habe? Du hättest dein Konto bei der Sparkasse um 2000 Euro überzogen? Wer erzählt dann so ein Quatsch? So viel Geld habe ich doch überhaupt nicht. Ja, aber trotzdem, ich hatte auf der Sparkasse einen Motztrappel, das muss ich jetzt sagen. Ich stehe da am Schalter und da fallen mir meine Kontaktlinsen auf die Erde. Mini, in dem Moment hätte ich nicht rufen dürfen, keiner bewegt sich. Aber hör mal, wie geht dann eigentlich deiner Schwester noch so? Oh, der,
Guck mal, die hatten Heiratsannons aufgegeben, aber der Erfolg war eine glatte Null. Ja, Entschuldigung, ich habe doch gehört, die hätte auf dem Weg einen Mann gefunden. Ja, wie ich schon sagte, eine glatte Null. Ja, die hat auch immer Pech, der Schwester, ne? Ach, was heißt das? Pech ist einfach nur naiv. Wir haben zum Beispiel, die hätte jetzt für horrendes Geld einen Papagei ersteigert. Ja, und weiter? Du hättest den Auktionator gefragt, ob der Papagei dann noch wirklich sprechen könnte. Ja, komm, das ist doch ein Arzt, ich denke so, was glauben Sie dann? Was meinen Sie dann, wer die ganze Zeit mitgesteigert hat? Und letztes Woche haben Sie dann Ihren Mann noch zum zweiten Vorsitzenden Schützenverein gewählt. Zum zweiten Vorsitzenden? Ja. Ja, wenn er der Schwester geheiratet hat, dann kann mir die Rolle ja von daheim. Du kannst zum lieben Gott beten, da du die nicht geheiratet hast, oder betest du nicht mehr? Doch natürlich bete ich noch. Vor einer Woche habe ich noch gebetet. Muss ich dir erzählen, habe ich in der Fußgängerzone 10 Euro gefunden. Habe ich gesagt, was machst du denn jetzt damit? Kaufst du zwei Kisten Oettinger oder kannst du mal was Gutes und kaufst du eine Flasche Cognac? Ne? Habe ich mich dann für die Cognac entschieden. Ich komme beim Aldi raus. Ich muss den nennen, die sponsern uns. Ich komme beim Aldi raus, rutsche auf einer Bananenschale aus, knalle voll auf den Boden. Und da hast du gebetet. Nee, da habe ich erstmal geflucht. Aber wie er dann anfing, ja, mit dem rechten Bein anfing feucht zu werden, da habe ich gebetet. Was hast du da gebetet? Da habe ich gebetet, lieber Gott, lass es bitte Blut sein. Und er hat so ein Glück gehabt, Junge. Guck mal, den Spiegel. Er hat gelesen, da haben sie in München jetzt den Sarg gefunden, aber den haben sie nicht aufgekriegt. Da waren da drin. Da waren Zuhälter drin. Stell dir mal vor, denn der Schwiegermutter ist vor einer Woche beerdigt worden und der hat nichts anderes zu tun, als ginge das gar nichts anderes arbeiten gegangen. Ja, so ist er halt, der Jupp. Die Arbeit war immer schon wichtiger wie das Vergnügen. Ja. Aber kannst du dich da noch dran erinnern, was der Jupp früher mal gemacht hat? Ja, der war Numismatiker. Hä? Was war der? Numismatiker. Ja, was ist das dann? Das ist jemand, der Münzen sammelt. Ach, einfach die blöde Fachausdrücke, haben wir früher Bettler genannt. Aber was ganz anderes, wo du das Stichwort früher sagst. Wenn man zum Beispiel früher konntest du austreten, noch in Kirchen, aber jetzt kannst du in Kirchen nicht mehr austreten. Warum? Schaffen die alle Toilette ab? Ja, die haben ja Kirche. Hier sagt Matthias Markkirche, die haben alle Toilette abgeschafft. Kannst du nicht mehr hingehen? Ja, warum? Damit keiner mehr austreten kann. Ja. Aber was ganz was anderes gemacht. Ja. Hast du eigentlich schon mal Schnecke gegessen? Schnecke? Ja. Aber nur einmal im Leben in einem Lokal, wo ich mir das noch leisten konnte. War was ganz Vornehmes. Ja, und? Also da kann man so vornehm sein, das Lokal. Ich käme nie auf die Idee, mir Schnecke zu bestellen. Wo ich deine? Schnecke bestellt hatte ich mir auch keine. Ich habe mir gemischte Salat bestellt. Wir stehen, dass ein Schauspieler für seine Rolle manchmal über 100.000 Euro bekommt. Das ist ja ein Wahnsinn. Das verdient ja noch nicht mal mancher Politiker. Ja, das ist auch kein Wunder. Politiker, die spielen doch keine Rolle. Dass das von dir kommt, Mini, da hätte ich drauf wetten können, so eine Bemerkung. Ich dachte, du wettest nicht. Aber gibt's doch da drauf. Ich habe mich noch bei Thomas Gottschalk beworben, für Wetten, dass... Ja, ich habe den Thomas Gottschalk geschrieben. Thomas, ich wette, dass ich 10 Engerser innerhalb von einer Minute mit dem Eierlöffelchen kaputt schlagen kann. Ja, und was hättest du gemacht, wenn du die Wette verloren hättest? Habe ich den Thomas Gottschalk geschrieben, Tommy, wenn ich diese Wette verliere, dann nehme ich eine Spate.
Vorige Woche, als ich hier an deiner Bank vorbeigekommen bin, da sitzt ja hier eine wahnsinnshübsche Blondine auf deiner Bank. Und was hast du doch gemacht? Da habe ich sie natürlich angesprochen. Ich sage, na Fräulein, wie wäre da mit dem kleinen Spaziergang? Hätten Sie nicht Lust? Oh, hättest du die mal erleben müssen, da hätte mich angefaucht. Was fällt Ihnen denn ein? Was halten Sie mich denn? Ja, was glauben Sie denn, was ich bin? Ich bin doch kein Flitschen. Und was hast du denn geantwortet? Ich habe gesagt, was machen Sie an dem Bett von meinem besten Kumpel? Aber wie geht dann eigentlich dein Enkelkind? Dein Enkelkind? Ja. Oh, denn geht prima. Ist ja jetzt im vierten Schuljahr gekommen, ne? Ja, ich wollte auch doch sogar mal eine Hausaufgabe helfen. Was war denn für Aufgaben? Was so ein Rechtsaufgabe, da haben sie den gemeinsamen Nenner gesucht. Was? Der gemeinsame Nenner? Suchen die denn dann immer noch? Der wurde doch schon zu meiner Schulzeit gesucht. Ja, fehlen die denn da überhaupt? Bitte, sag mal ganz ehrlich, wenn ich mal dazu genau überlege, wir zwei haben ja eigentlich noch eine tolle Karriere gemacht. Ne? Wie meinst du das? Na guck mal, wir haben als zwei kleine Beamte angefangen. Du bei der Stadt, ich beim Kreis und heute sind wir zwei stadtbekannte Bankiers. Dabei habe ich gehört, du sollst ja im Ruhestand sein. Ja, vorher sind Staatsverwaltung, wollte Renteausweis beantragen. Hatte ich doch blöderweise meinen Personalausweis vergessen. Habe ich schon gedacht, ich müsste nochmal wiederkommen, weil ich nicht nachweisen kann, wie alt ich tatsächlich bin. Hey, seid ihr Mädchen, beruhigen Sie sich, dafür müssen Sie nicht extra wiederkommen. Ziehen Sie einfach mal Ihr Hemd und Ihre Pullover hoch, damit ich mal Ihr Brust sehen kann. Kriegt man denn die dann jetzt vor? Ne? Da denke ich, mach ich mal, hab ich hochgezogen, hätte ich geguckt, ja, seid ihr ganz klar, ist ja alles voller grauer Haar. Sie sind 65, Sie kennen Ihre Renteausweis. Dann noch die Buchs runtergelassen, hättest du noch einen Behindertenausweis gekriegt. Also, weißt du was? Jetzt haben wir aber endgültig ein Niveau erreicht, das Niveau, das noch hinführt. Ich glaube, wir gehen jetzt besser, bevor Lamese, Schöller und irgendwie kommen. Wer kommt? Schaller, Planese und Urbenpick. Und wer soll das sein? An die drei Eisheiligen.